Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Rocket League mit Ricky und mir. Wir spielen gegen Sia. Die kennst du aber, das hier. Das ist doch hier so Musik. Das ist die mit dem weißen Topfschnitt, oder? Und nein, die nicht weiß. So. Nein, das ist Merkel. Achso. Oh, vertausche ich immer. Sie und Merkel vertausche ich immer. Wobei Merkel ist eher kein Topf, das ist ein Helm. Wir kennen ihn nicht, den Helmschnitt. Der hatte die. Der hat einfach, die war mal bei der Bundeswehr zu Besuch und hat. Und bekommt den Helm aber nicht mehr ab. Da haben sie einmal eine Perücke draus gemacht. Flinten-Uschi. Oh, nee, die hat nicht. Die sind nicht weiß, das ist so. Ups! Das ist weiß und schwarz, glaube ich, so geteilt, kann es sein? Dürfte es hier sein. Weiß ich nicht. Und Cristiano Ronaldinho. Ist Ronaldinho noch aktiv? Nee. Oder? Doch. Doch ist er. Irgendwo Brasilian, genau. Irgendwo Brasilianer, da. Aber der hat doch irgendwie. Bei Santos oder so, keine Ahnung. Ja, aber es ist doch so, dass dann meistens, wenn sie. Wenn sie alt sind, entweder geht nach China oder Amerika, weil sie einfach da extrem viel noch zahlen. Ja. In Brasilien war nicht. Ah, ne, hier Podolski und Iniesta waren in China in einer Mannschaft, ne? Das stimmt. Und, schönes Tor. Oh, verdammt. Und Schweinsteiger ist er in Americano. Ja, genau. Genau. Wobei der da auch mittlerweile aufgehört. Schweinsteiger? Ja. Nee. Was war dann da letztes bei hier, wo die Amis gegen die Bayern gespielt haben? Das war eine große Abschiedung. Es war ein Abschiedsspiel vom FC Bayern. Aber da hat es kein richtiges gegeben, so wie ich den bekommen habe. Ich glaube, dass der schon noch jetzt spielt. Diese Saison? Ach so. Oder bin ich da komplett falsch? Kann so sein, dass ich komplett falsch bin gerade. Aber Ronaldinho, wie alt ist denn der? Der ist bestimmt schon 40. Das ist das gleiche mit Buffon. Der hat ja bei Juventus gespielt. Der ist auch schon locker 40. Aber der hat der ist noch übelst gut benannt. Und der spielt, glaube ich, bei. Hat den PSG gekauft? Glaube ich, weiß ich nicht. Buffon? Nee. Der spielt auch nicht mehr. Doch, der spielt schon noch. Der hat doch wegen der WM, war das doch so traurig, weil der hier, oder hat er nur in der Nationalmannschaft aufgehört? Der hat Nationalmannschaft aufgehört. Aber, ich glaube, dass der jetzt irgendwo in Paris oder England, oder spielt er irgendwo in England? Er spielt auf jeden Fall noch und für das, dass er so alt ist, eigentlich noch in einer relativ hohen Liga. Also in der ersten Liga von England oder Frankreich, irgendwo da. Spielt eigentlich Lat Helmchen noch? Wer ist Lat Helmchen? Ja, der eine Torwart, da dieser Helmchen halt. Der Peter Cech. Der Tscheche. Der Tschech, genau. Ich weiß nicht, wo hat er gespielt? Wo hat er davor? Das letzte Mal hat er bei Chelsea gespielt, wo ich ihn gesehen habe. Stimmt, der Tschech hat bei Chelsea gespielt. Spielt er noch bei Chelsea? Das weiß ich nicht, ich bin Chelsea nicht mehr so. Immer so. Okay, ich kenne den Fußball nicht mehr so aus. Wer noch? Ich auch nicht. Ich bin eher so im American Football dabei. Ich bin eher so beim E-Sport. Spielt FTG noch? Im E-Sport? FTG? Ja. Ich hab letztes erst die ESL gewonnen hier bei Rocket League. Mit Ajax und Rizzis, oder? Ja, genau. Da hat er hier. Da ist der Rizzi ist zum dreifachen Torschützenkönig gekürt worden. Für die letzten zwei Turniere auch noch. Ja. Nee, ich habe gehört, das ist Ajax geworden, weil das ist ein Striker. Ach. Speed on him. Ich spücke mich selbst. Also ja schon mal geil. So aufmerksam werden und wir sind echt so ganz gut, weißt du?
Oh, da fehlt die Absprache noch. Ja, ich hab nicht gewusst, dass du den dann so in die Mitte bringst. Ja, aber ich hab ihn nicht drin. Das ist ein Scheiß. Nein! Doch! Der ist drin. Moment. Jawohl, war's easy. Schöne erste Runde gewonnen. Wunderbar. Dann sehen wir uns im nächsten Spiel. Bis gleich. So. Wir sind hier wieder zurück. Und fürs Protokoll, Buffon spielt bei Paris Saint-Germain. Also habe ich doch recht gehabt. Da habe ich mich letztens erst gewundert, wo ich FIFA 19 spielte. Ich war nämlich auch so der Meinung, dass er, wenn er noch spielt, irgendwo weiter weg spielt. Heißt wieder in China oder so. Wie wir gesagt haben, aber PSG, not bad. Vor allem haben sie da auch keinen Fehler gemacht, dass sie den kaufen. Die Frage ist kaufen, weil, ob der ablösefrei ist. Ich weiß nicht, ob sein Vertrag ausgelaufen ist. Ich weiß es nicht. Also bei so Eltern spielen ist doch oft schon so, dass man sagen kann, da kann ich nicht mehr viel machen. Dass dann heißt, ja, wie lange spielt ihr noch dann als mögliche? C9 Esports Provoda. Und Peter Cech spielt momentan bei Arsenal. Ah, okay. Als Stamm? Das weiß ich nicht. Entschuldigung, hab ich nicht gesehen. Komm, Pilla, ich hab dich nämlich gesehen. Boah! Der war so. Im Tor drin, würde ich sagen. Also. Tschech spielt momentan bei Nummer 1 Torwart, okay. Und wir haben mal noch Schweinsteiger, gell? Schweinsteiger ist normal noch bei Chicago Fire. Und Ronaldinho wollte ich noch schauen. Genau. Ronaldinho. Lol, der ist drin. Lol, ist der knapp. Oh Gott. Mann, ich hätte nicht mehr hinspringen müssen. Schweinsteiger. Aktuelle Teams. Chicago Fire und deutsche Fußballnationalmannschaft. Da ist er schon lange draußen. Oder? Da steht aber auf laut Wikipedia deutsche Nationalmannschaft. Der hat ja in der WM gespielt? Nee. Nicht, gell? Was ist passiert? Ey, komm, fickt euch doch! Bin. Oh Gott. Du musst da sein. Komm! Was? Er ist nicht drin. Doch, das ist drin. Fuck. Lass mich einmal treu im Spiel. Abpassen, es kommt einer. Nein! Scheiße. So, Ronaldinho. Ja. Spielt nicht mehr.
Zumindest stehen laut Wikipedia da keine aktuellen Teams. Die Frage ist, ob er dann überhaupt, ob er dann einfach nur kein Team hat oder ob er wirklich nicht mehr spielt. Black. Kommt erst drin, mein rein. Schön. Ja, von dem haben wir echt lange nicht mehr gehört. Ich weiß nur, einmal hat bei meinem Paar, war ich wohl viel jünger, hat er mal so ein Bild von vom Ronaldinho ausgedruckt und neben ihm war Jar Jar Binks. Und dann ist da drunter gestanden, Zwillinge bei Geburt getrennt. Ich fand's geil. Ja, okay, ein Meme. Aber warum druckt man denn ein Meme nee, aus? Nee. Das hat ein paar mir, wo ich 8 oder 9 war, ausgedruckt. Gab's da schon Memes? Ja, natürlich. Keine Ahnung, ich wusste nicht, dass da schon Memes gibt. Ich war ja noch jung. Gott. Oh. Ah, war da noch schneller dran. Ich meine zum Beispiel hier dieses Loss-Meme, was der Erik da immer in die Gruppe reinhaut, ist sau alt. Das geht noch auf die frühen 2000er Jahre zurück. Bitte, irgendwie. Ah, scheiße. War zu beschissen für ein Spiel von mir. Ah, verkackt. Nee. Haben sie gut gespielt, aber dann steht es 1-1. Insgesamt und dann mal schauen, wie es im nächsten Spiel läuft. Hier. Im. Wie heißt das Stadion? Ist der Name für das Stadion? Was mit Ark? Ark Survival Evolved. Bam! Er hat ehrlich gesagt Angst, dass du ein anderer bist vom. Ich habe ja nur ein Auto gehört. Ich habe jetzt auch gerade noch was ganz Interessantes über Ronaldinho in Erfahrung bringen können. Und zwar, der hat quasi 2017 angekündigt, dass er 2018 seine Fußballkarriere beenden wird. Okay. Und danach politisch aktiv wird für die rechtsgerichtete Partei Partido Republicano Brasileiro. Was? Es gibt da jetzt einiges. Es ist genauso. Im Bundestag hier bei uns sitzen jetzt dann auch ein paar Promis. Unter anderem der ehemalige Richter Alexander Holt. Ja, für die Freien Wähler. Genau. Nee. Doch? Die Freien Wähler haben keine Bundestagsfraktion. Warte mal. Wer hat alles eine? CSU? CDU, CSU, SPD, die Linken, die Grünen, die FDP und die AfD. Und dann gibt's noch ein paar Fraktionslose. Wo ist der dann da dabei? Er war doch zur Wahl bei der Bundespräsidentenwahl. Für die Freien Wähler eben. Ja, aber der sitzt auch im Bundestag. Wenn dann sitzt er im Landtag. Was sitzt im Landtag? Ich weiß nicht mehr, was genau ich da gelesen habe. Kann man auch gleich noch googeln. Schön. Ah. Äh.
Du hast mich auch die ganze Zeit geschubst. Ja, wie kann der denn so eine Geschwindigkeit drauf bekommen? Okay. Oh nein. Fuck. Scheiße. Schön. Entschuldigung. Ah, sick noch mit den Hinterreifen. Oh. Nee. Bisschen mehr Boost gehabt oder hätte ich über Boost gehabt, dann wäre ich da schneller hinkommen. Nee! Nee, war immer so beschissen ab, die Bälle. Nice. Ja. Nice. Na, der war nicht drin. What the fuck? Nein! Das ist scheiße. Mann, wieso treffe ich den nicht gescheit? Vorher hätte ich dann nochmal eine Chance gehabt. Aber ich dachte so, jeder springt vorbei. Wieso soll ich dann hin? Wieso soll ich dann treffen? Fehler, Alex. Ich weiß. Besetzung: Alexander Holt. Alexander Holt, Politiker. Ja, ich will keine Bilder von dem Typen. Wie sieht Alexander Holt heute aus? Er sieht aus wie richtig. Genau. Richter Alexander Holt. Heißt du wirklich Alexander Holt? Ja. War der echt Richter? Ja, er ist Jurist. Genauso wie Barbara Salisch. Und dann sind da Fälle, die was er gehabt hat. Bin nachgestellt. Einfach nachgestellt. Oh. Das war ja meistens so hier. Mann. Quasi Vorprogramm war ja quasi irgendwie immer so eine. Lenzen und Partner. Ja, entweder der Lenzen und Partner, schrägstrich irgendwas von Alexander Holt quasi, wo irgendein Fall ist und so, und danach kommt dann quasi die Gerichtsverhandlung davon, was dann Richter Alexander Holt war. Leck. Anders der Leck. Anders der Leck. Ah! 3, 2, 1. Was ist da los? Ah! Also, warte. Warte, ja, Alexander Holt ist ein deutscher Jurist, Politiker, Fernsehdarsteller und Autor. Bekanntheit erlangte er durch die Fernsehgerichtsshow Richter Alexander Holt. Bei der Landtagswahl in Bayern 2018 erreichte er als schwäbischer Spitzenkandidat der Freien Wähler ein Mandat. Also sitzt er im Bayerischen Landtag. Okay. Dann haben wir hier Bildung auch schon abgeschlossen. Jack, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, positiv bewerten, nicht vergessen, schaut bei den anderen Projekten vorbei. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.